Wir sind zurück nach so einem ereignisreichen Sommer. Es ist ja wirklich mega viel passiert, diesen Sommer. Und ständig sind wir von so vielen Unsicherheiten begleitet worden. Nicht wahr? Ich meine, zuerst an den Olympischen Spielen, ist jetzt die Zeitmessung richtig? Wer hat den Fehler gemacht? Ist sie falsch? Ist sie richtig? Wo ist der Fehler gelegen? Dann, wie viele Medaillen holen wir? Holen wir auch noch die 52. oder bleibt es bei 51? Und dann der Klimawandel. Klimawandel war ein Riesenthema. Die Unwetter. Man hat nicht gewusst, zuerst wird der Klimawandel alles austrocknen oder wird das Einhorn-Gummiboot mit Bierhalter vielleicht doch irgendwann noch nützlich sein? So zu der Arbeit pendeln zum Beispiel. Ja, aber was die Schweiz wirklich fest im Kern beschäftigt hat diesen Sommer. Das war, wo wir alle mit Freunden und Familie daheim, vor dem Fernsehen, in den Public Viewings, in den Pubs gesessen sind. On the edge of our seat. Und nägelkauend haben wir uns gefragt, wird die Schweiz vielleicht das Jahr tatsächlich wieder eine Comedy Talent Show ins Gesicht bekommen? Und ja, ich darf voller Stolz verkünden, wir sind wieder da. Allerdings haben auch wir zu der Badesaison pünktlich ein bisschen abgespeckt. Dieses Jahr gibt es nur 3 Sendungen anstatt 4. Aber dafür haben wir dieses Jahr richtige Live-Musik mit dabei. Yeah! Ja, wir haben gedacht, wir nehmen das Instrument, das am allerbesten zur Comedy passt. Aber Jane, du kannst schon noch etwas anderes, oder? Etwas anderes? Mhm. Ja. Okay. Am Schlagzeug für euch Jane Mumford! Jane, was hast du so gemacht diesen Sommer? Hey, diesen Sommer hat es mich verwünscht. Ich bin endlich Anhängerin geworden von der Marie Kondo. Jetzt musst du mir schnell helfen. Wer ist das? Die kennst du sicher, die war vor ein paar Jahren total der Hype. So eine Japanerin, die dir hilft, auszusortieren, was du behalten sollst und was nicht, ja. Indem du dich so die Frage fragst: Does it spark joy? Also gibt es dir noch so einen Funken Freude? Mhm. Und wenn nicht, dann muss es weg. Ja, also du hast deine Wohnung ausgemistet? Ah, nein, mich. Hä? Ja, es ist wärmer geworden und die Kleider sind kürzer geworden. Und dann habe ich mich bei jeder über den Winter gehackt und pflegte haarige Stelle müssen fragen. Does it spark joy? Does it spark joy? Does it spark joy? Ja, gut. Die Rasiererei, ich frage mich immer, wo fängt man an, aber vor allem, wo hört man auf? Mm. Ich fange immer so bei den Beinen an, dann kommt man da so in die Intimregion, ist ja klar, dann geht es wieder zu den Achseln. Also, ja, eigentlich ist es ein Wunder, dass ich noch keine Glatze habe. Ja. Ein kleiner Tipp, Lisa. Mhm. Die Streifen unter Bauchnabelhaar nie wegrasieren. Okay. Wieso nicht? Schweizer lieben Wegweiser. Ah, oh, ja, vielleicht finden sie dann den Weg auch endlich ein bisschen besser. Ja, vor allem, wenn es Nacht ist und dunkel. Ja. Ich habe darum bei mir nach links und rechts so einen LED-Leuchtstreifen installiert. Just to be safe. Weil was wäre eine gute Landebahn ohne die richtige Signaletik? Ja, okay. Was ist eigentlich der ganze Schüssel da? Was ist das? Weiß nicht, du hast da auch etwas. Ist das schon immer da gewesen? I don't know. Ich klicke mal drauf.